Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wir fahren heute wieder den Train Simulator 2020 und haben heute das Szenario der Lokzug. Ja, guten Tag Kollege, Sie fahren heute einen Lokzug von Osnabrück nach Barsum, wo man die Lokomotive bereits sehnsüchtig erwartet. Fahren Sie ab, sobald das Signal den Fahrbegriff zeigt. Gute Fahrt, Achtung, LZB und AFB sind dringend empfohlen. Ja, dann werden wir, wann müssen wir denn hier abfahren? Scheibenwischer machen wir einmal schnell. Ja, wir haben hier auch ja, ein paar Loks im Gepäck. Ja, dann werden wir mal einmal hier jetzt unsere Instrumentenbeleuchtung anmachen. Fahrerstand, Führerstandsbeleuchtung nehmen wir das. Dann schalten wir nach. AFB. 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 Unsere AFB noch einmal anschalten. Ja, losfahren dürfen wir noch nicht. Technik. So, das haben wir auch an. Was brauchen wir jetzt noch? ZMS ist ausgeschalten. LZB ist an. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir mal langsam hier los. Moment, geht sofort los. Wir stellen jetzt den noch auf 50, nicht auf 40. So, dann können wir jetzt ja hier einmal unseren Zug in Gang setzen mit unseren ganzen ja, Loks, die wir hinten dranhängen haben. Ja, einmal nach Barsum. Mal schauen, was das Szenario uns hier so bringen wird. Ja, erstmal müssen wir jetzt hier aus dem Bahnhof raus. Müssen wir einmal natürlich wieder schauen, was uns hier unsere Anzeigen bringen. Ja, zu schnell fahren können wir eigentlich nicht, weil ich die LZB angemacht habe, unsere Zugüberwachung. Ja, 88,2 Kilometer sind es bis nach Barsum. Ja, jetzt dürfen wir hier auf 60 fahren. Stellen die einmal hoch auf 60. Wobei ich hier vorne schon wieder ja, sehe, dass wir hier einmal ja, das Gleis wechseln werden.
Nee, wir bleiben hier bei unseren60. Wir können jetzt natürlich nicht weiter beschleunigen, obwohl hier gerade 150 stand. Jetzt haben wir hier die 150. Dann würde ich sagen, tun wir das einmal hochsetzen. Ja, mehr wie 140 bringt unser Zug nicht. Deshalb dürfte da eigentlich auch nichts anbrennen. Ja, dann fahren wir mal Richtung Barsum mit unserem Lokgespann, was wir hier haben. Wie gesagt, ich habe auch das Szenario auch noch nicht gespielt. Ich weiß auch noch nicht, was auf uns zukommen wird oder was unterwegs hier passieren wird. Ankunftszeit ist nicht gegeben. Deshalb haben wir hier auch überhaupt keine Eile. Ja, die 140 können wir natürlich hier einmal drinnen lassen, weil hier kommt schon das Signal für 140 km/h. Aber schneller wie 140 geht unser Lokgespann hier sowieso nicht. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch auch allen hier eine gute Fahrt. Hier kommen die 140 in der Ankündigung. Ja, ich hoffe, es wird eine ruhige Fahrt, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Aber das weiß ich natürlich vorher auch noch nicht. Ja, frisches Käffchen ist hier. Als Lokführer muss man auch mal ein frisches Käffchen trinken. Wie das natürlich bei den richtigen Lokführern aussieht, weiß ich nicht. Ob die da auch Kaffee in der Lok haben, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie das bei den Lokführern denn so aussieht. Aber ich lasse mich hier jetzt einfach mal überraschen. Da kriegen wir auch schon die Ankündigung für 110. Dort kommen wird, deshalb werden wir den mal runternehmen auf 110 km/h unseren Zug, dass wir da rechtzeitig auch im Tempolimit drin sind. Ja, schön anzusehen, unser Lokzug, den wir hier haben, ist heute mal was anderes, ohne Bordansagen und ohne, dass wir irgendwo halten müssen und irgendwelche Passagiere aufnehmen müssen, können wir mit dem Lokzug, denke ich mal, einfach hier jetzt durchfahren. Ob irgendetwas Unerwartetes unterwegs kommt, das weiß ich natürlich nicht. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, was auf dieser Strecke so kommen wird. So, hier sind jetzt die 110. Die habe ich auch schon eingestellt in unsere AFB, dass wir hier nicht zu schnell fahren. Natürlich muss ich trotzdem unsere Schilder und Signale hier im Auge behalten, falls doch etwas kommen sollte, dass ich gleich rechtzeitig reagieren kann.
jetzt haben wir ein kurzes Stück hier 120 und dann kommt aber hier hinten schon gleich wieder eine 110. Ich würde einfach sagen, ich fahre ja einfach mit 110 jetzt hier weiter, weil das lohnt sich, glaube ich, nicht jetzt hier extra einmal hoch zu beschleunigen, um dann da hinten wieder ja abzubremsen auf 110 km/h. Deshalb können wir auch mal hier entspannt ja in die Außenansicht einmal reinschauen, wo hier unser Lokzug ja ankommt. Ja, schön hier 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 Stück haben wir dranhängen. 6 Loks, die wir nach ja, Basum bringen müssen. Ja, alle natürlich schön miteinander angekoppelt, miteinander verbunden. Gesteuert wird alles von hier vorne aus meiner Lok heraus. Ja, hier kommt jetzt die 110, die wir fahren müssen. Die habe ich ja extra gleich eingehalten, dass wir nicht hoch beschleunigen und wieder runterbremsen. Ja, in Osterkappeln, was wir unten sehen, in dem ja, Verlauf hier, Rangiermarker. Da kommt der Kollege mit dem Güterzug hinten dran. Ja, in Osterkappeln können wir dann ja, auf 160 hoch beschleunigen, aber mehr wie 140 bringt unsere Lok ja sowieso nicht. Also können wir hier dann Vollgas geben, für ja, dass wir zügig vorankommen. Erstmal müssen wir jetzt hier den Rangierbahnhof einmal passieren. Alle Signale sind auf grün, es schneit natürlich wieder. Ja, ich würde mir auch wünschen, wenn es bei uns auch mal schneiden würde. Aber ja, das sieht wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aus. So, dann können wir jetzt hier unsere AFB einmal auf 140 hochstellen. Ja, ich kann ja sowieso ja, Z-Max Geschwindigkeit einstellen, was ich will. Weil die AFB steuert dies natürlich alleine. Wer sich mit dem Train Simulator ein bisschen auseinandersetzt oder ja, ein bisschen Ahnung vom Abfahren hat, der weiß natürlich, was das bedeutet, dass die Einstellung der AFB ja, die Zuggeschwindigkeit übernimmt, sobald wir den Hebel dafür betätigen. Ja, egal wie schnell wir fahren, sobald ich die AFB nach unten bewege mit der kmh-Zahl Richtung 0, tut die Lok automatisch runterbremsen, ohne dass ich hier unsere Lokbremse mal betätige. Ja, dies zur kleinen Aufklärung ja, zu unserer AFB, die wir hier haben, unsere Zugsteuerung. Da schauen wir noch einmal raus, da kommt unser Lokzug angefahren. Ja, ob wir natürlich ja, im Zeitlimit sind, das weiß ich natürlich nicht. Es ist hier nur eine Ankunftszeit von 17.14 Uhr angegeben, aber hier oben steht keine ja, Ankunftszeit, wann wir da sein müssen. Von daher gehe ich einfach nur davon aus, ja, Hauptsache wir kriegen den Lokzug sicher dahin. Ja, der Train Simulator ist bei euch auch wirklich ja, sehr gut angekommen. Von ja, den Aufrufen her, auch von der Bewertung her. Ja,
Lokführer der Deutschen Bahn, die halt auch gesagt haben, dass ich noch etwas Übung brauche, aber dass dies für den Anfang hier nicht schlecht ist. So, jetzt haben wir hier ein gelbes Signal. Da muss ich natürlich den Lokzug sofort einmal herunterbremsen. Ja, ein gelbes Signal zur Annäherung, was wir hier gerade hatten. Müssen wir mal abwarten. Da vorne kommt dann das nächste Signal. Da müssen wir einmal reinschauen, wie dieses Signal jetzt aussieht. Störung. Ja, wir haben hier ein rotes Signal. Wir müssen jetzt hier einmal halten. So, jetzt ist das Signal grün. Also wir haben alles richtig gemacht. Ja, wir haben ja alles richtig gemacht. Anscheinend waren wir etwas zu früh. Aber das ist nicht weiter tragisch, deshalb müssen wir unsere Signale natürlich immer im Auge behalten. In diesem Fall war es jetzt wichtig, dass wir hier ja einmal quasi gehalten haben für unser Rotsignal. Da vorne sehe ich schon wieder ein gelbes. Also wir müssen uns jetzt hier wieder annähern. Da hinten steht auch im Moment alles auf Rot. Ne, jetzt ist umgesprungen auf Grün. Also man sieht hier im Train Simulator, es ist wirklich sehr realistisch, was wir hier fahren. Wir müssen jetzt trotzdem hier mal aufpassen, wenn wir gerade gelb hatten und dann auf Grün umgesprungen ist. Vermute ich mal sehr stark, dass entweder wir gleich wieder ein gelbes kriegen oder vielleicht sogar wieder ein rotes. Das weiß ich nicht, aber ich sehe hier vorne schon, wir haben hier grün mit gelb in Ankündigung. Da müssen wir einmal schauen, was jetzt hier los ist. Ja, was wir jetzt hier haben, ob wir jetzt hier warten müssen und müssen dann irgendeinen Zug hier vorbeilassen. Das könnte natürlich auch passieren. Aber momentan sehe ich nichts. Deshalb hier die langsame Annäherung. Aber das Signal hinten steht auf Grün. Deshalb können wir hier jetzt einmal weiterfahren. Ja, das ist beim Train Simulator das A und O, einfach hier die Signale quasi im Auge zu behalten. Schon wieder ein gelbes. Das war aber nur ein Vorsignal. Trotzdem mal hier runter bremsen. Denn ich sehe hier vorne ein rotes. Ne, jetzt ist umgesprungen auf Grün.
wir sind wahrscheinlich hier im Zeitplan ein klein wenig voraus. Ja, mit den roten Signalen, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass noch irgendwelche Weichen umgestellt werden müssen. Hier kriegen wir schon wieder ein gelbes Vorsignal. Wir müssen uns wieder langsam annähern. Einfach mal, Leute, sehr stark, dass wir hier im Zeitplan etwas ja voraus sind. Da kommt schon wieder das nächste gelbe Signal, was jetzt grün geworden ist, was man hier sehr schön gesehen hat. Schauen, jetzt sieht es gut aus, hier hinten kommt es schon ja grün, aber auch wieder mit einem ja gelb unten drunter. Was überfahre, irgendein Signal,
dann ist das Szenario natürlich sofort einmal beendet. Musste ich gerade abbremsen, weil das Signal hier nämlich noch rot war. Was ich aber jetzt ja in der Annäherungsfahrt auf grün umgestellt hat. Deshalb habe ich auch gerade diese Störung bekommen. Weil ich hier einfach ja quasi die Notbremse ja nicht eingehauen, aber ja, so gut wie etwas männlich angezogen habe. Schön schauen, unseren Lokzug, den wir hier haben. So, da müssen wir sie wieder reinhauen. Das ist aber auch was hier. Ja, die Signale sind hier sehr kurz geschalten. Fahrgasteigenschaften haben wir heute nicht beim Güterzug, weil es fährt nur ich als Lokführer. Wir werden vielleicht noch einen zweiten Lokführer dabei haben, der hier eigentlich, ja, sag ich mal, hier sitzt. Aber da sitzt heute keiner. Deshalb fahre ich heute hier alleine. Ja, auch da hinten grünes Licht, dass wir hier mal ein bisschen Fahrt aufnehmen können.
dass wir hier nicht immer nur ja, beschleunigen, abbremsen. Weil ich vermute mal, dass hier rechts der Güterzug wartet, wahrscheinlich auf seine Weiterfahrt. Aber der muss uns jetzt einmal erst hier passieren lassen. Dann kann der mit seinem Güterzug hier auch weiterfahren. Ja, viel zu sagen gibt es hier nicht zu der Lok weiter. Das habe ich euch ja schon in den letzten Videos einmal erklärt, für was hier was steht. Die AFB ist hier auf 140 eingestellt. Ja, schneller fährt der oder das Zuggespann hier sowieso nicht. Ja, hier auf dem Nachbargleis Kollege. Auch wieder mit dem Güterzug. Wir werden natürlich auch noch Güterzüge fahren, wo wir dann Zwischenhalte machen müssen, um dann schnellere Züge vorbeizulassen. Dazu habe ich ein Szenario mal gespielt, um mal reinzuschauen, ja, wie das ist, mit einem Güterzug zu fahren. Leute, das ist gar nicht so einfach. Viele denken wahrscheinlich, ja, dann setz dich halt im Güterzug und fahr los und halt einfach mal irgendwo an. Bäh. Also das ist es wirklich nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Das erfordert echt noch mehr Aufmerksamkeit, wie unsere Fahrten, wenn wir an Bahnhöfen anhalten. Güterzug fahren ist echt, also das fordert richtig Konzentration. Ja, aber das werden wir dann in einem der nächsten Videos natürlich machen. Das werdet ihr dann hier auf meinem Kanal sehen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt wieder ein Haufen Signale. Natürlich muss ich auch immer darauf achten, die Weichenstellung, das ist auch ein Signal, wo mir angezeigt wird, wie die nachkommende Weiche steht. Also werde ich hier schon mal die Geschwindigkeit rausnehmen, falls ich gleich hier einmal runterbremsen muss. Da geht auch der Flieger schön drüber, den man hier sieht. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind überhaupt oder was für ein Flughafen das sein könnte. Ja, hier unten das weiße Signal, was hier kommt, das zeigt mir die Weichenstellung an. Ja, wie die Fahrrichtung jetzt von der Weiche wäre, also von hier nach da. Ja, man lernt natürlich nie aus. Also ich schaue auch immer, dass ich mir hier die, jetzt müssen wir mal ein bisschen runterbremsen. Also hier nicht mit Vollspeed durch den Bahnhof durchrauschen, nicht dass uns hier noch irgendein anderes Signal kommt. Aber das scheint hier nicht so zu sein. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wo wir jetzt gerade durchgefahren sind. Jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, beschleunigen wir unseren Zug einfach wieder weiter. Hier Richtung
Richtung Barsum. Ja, so sehr weit ist es auch gar nicht mehr. Solange die Signale alle grün sind, dann brennt hier auch weiter nichts an. Ja, das Wetter könnte vielleicht ein bisschen besser sein zum Fahren, dass man hier nicht ständig den doofen Scheibenwischer anhaben muss. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Ja, ich weiß gar nicht, was die mit 6 Loks in Basel wollen. Vielleicht werden dort neue Züge zusammengestellt für diverse Strecken, die wir fahren müssen. Dazu stand hier im Szenario Vorauswahl natürlich nichts. Warum die da so viele Züge benötigen oder so viele Loks benötigen, das ist mir eigentlich auch egal, weil ich muss ja diese nur dorthin bringen und muss die dann dort nicht auch noch auseinander verbustern. Da gibt es übrigens auch Szenarien mit Waggons abkuppeln, ankuppeln, trennen, sodass man sich Züge selber zusammenstellen muss, Weichen umstellen muss, Signale anfordern muss hier drüben, wo das nicht automatisch funktioniert, so wie jetzt. Das ist bestimmt auch ganz interessant, aber wie gesagt, wir haben hier so viele Szenarien und Möglichkeiten, die wir spielen können, die alle hier nach und nach auf meinem Kanal kommen werden. Aber erst fangen wir mal mit den, ich will nicht sagen leichten Sachen an, aber etwas mit den Sachen anfangen, die nicht ganz so kompliziert sind für die Lernphase, auf Deutsch gesagt. Sind solche Szenarios hier natürlich ganz hilfreich. Ja, wir nähern uns jetzt schon Barsum, es ist nicht mehr allzu weit, dass wir dort unseren Güterzug abstellen werden, oder was heißt Güterzug, unseren Lokzug abstellen werden. Ja, dass dort dann die anderen Arbeiter ihn dann auseinandernehmen können, seine Einzelteile, dass alle 6 Züge hier oder alle 6 Loks einzeln stehen. Zur weiteren Verwendung, da kümmern sich natürlich dann die, wie nennt man das eigentlich, Rangiermeister oder, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben oder mir persönlich in der Nachrichten schreiben von den Lokführern, wer zuschaut, wie nennt man das denn eigentlich, Leute, die dann Züge zusammenstellen, sind das Rangiermeister oder Zusammenstellenmeister oder wie nennt man das? Da wäre ich auch mal sehr dankbar, wenn das einer in die Kommentare oder in der Nachricht schreiben würde.
unseren Zug trotzdem mal ja etwas herunterbremsen. Noch 20 Kilometer. Dann haben wir es auch hier geschafft mit unserem Lokzug. Also noch ungefähr 12 Minuten. Sehr stark, dass hier jetzt gleich eine Geschwindigkeitsreduzierung kommen wird, wenn wir uns dem Bahnhof nähern. Deshalb müssen wir mal schön hier die Signale im Auge behalten. Dass wir hier noch auf dem letzten Meter noch irgendwelchen Mist bauen. Ja, da gehe ich schon mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Halt trotzdem gemacht. Ja, es wird jetzt auch Abend. Also hier wird es langsam jetzt richtig dunkel.
schauen, was das Signal hier sagt. Signal.
Halt ist nämlich Barsum. Dort endet dann auch unsere Fahrt hier mit unserem Zugkonvoi, möchte ich es mal ausdrücken. Ja, dort waren 30 angekündigt. Müssen wir jetzt nur schauen, ab wann dies gilt. Ja, nehmen natürlich jetzt hier einmal Geschwindigkeit richtig raus. Sind die 30 angekündigt. Da werden wir natürlich unsere gerne, dann meckern sie aber auch rum, wenn man mal ein km/h rüberfährt. So, jetzt haben wir die 30 eingestellt. Mit der wir jetzt hier reinrollen, hier das Funken von der Oberleitung auch schön zu sehen. Ja, müssen jetzt hier mit 30 km/h reinfahren. Weil ich vermute mal sehr stark, wir werden jetzt hier das Gleis wechseln. Und dann hier auf dem Gleis einmal zu halten. Hier endet dann auch unsere Fahrt, Leute. Ja, viel zu sehen in der Außenperspektive gibt es nicht. Es ist dunkel. Wir müssen jetzt hier unseren Zug dann abstellen. Ja, man sieht wirklich hier, jetzt sieht man so ein bisschen was. Hier stellen wir unseren Zug jetzt ab. Wo dann die anderen Arbeiter den Zug dann auseinanderteilen. Ja, jetzt sind es noch 400 Meter. Und dann haben wir es geschafft. So, dann würde ich sagen, lassen wir den Zug jetzt hier stehen. Ja, hat alles funktioniert. Unsere Zeit läuft hier. Wo hier steht mit Abstellung. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.